In Knittelfeld hat zum WM-Finale König Fußball beim Public Viewing vor dem Kulturhaus regiert. Zahlreiche Fans haben ihr Team gefeiert und beim Open Air mit den Schwarzsteinern und Gratisessen bis in die Nacht gefeiert. Ich hoffe, es ist noch nicht ganz gehört. Warte, probieren wir noch einmal. Wo sind die Fans von Frankreich? Wo sind die Fans von Kroatien? Sonne und Regen begleiteten das große Public Viewing des finalen Matches der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Vorm Kulturhaus in Knittelfeld gaben sich die Schwarzstoner, bekannt unter Rock die Quetschen, ein Stelldichein der besonderen Art. Mit Titeln aus allen Genres heizten sie dem Publikum ein. René Liebminger, Vorsitzender des Tourismusverbandes und Organisator, freute sich riesig über den Fanzustrom. Um die österreich-kroatische Verbundenheit sichtbar zu machen, überraschten die kroatischen Fans mit zwei gegrillten Spanferkeln für alle. Finale für die Kroatien, hoffentlich gewonnen, nee, hoffentlich 100%, wird Weltmeister. Da ist Spanferkel gratis. Wer will essen, probieren oder sowas, da kommt bei dieser Salte schöne Mann. Und nehmen. Das heißt, alles ist gratis dort zum Essen. Platz, Regen und Sonne sowie das Wetter war auch die Stimmung beim Match. Hoffen und bangen bis zum Schluss. Schlussapplaus für einen wohlverdienten Gewinner zeichnen sportliche Fairness aus.